Vielleicht hast du schon bemerkt, wie undiszipliniert dein Geist ist. Wie schwer es dir vielleicht fällt, jede angefangene Stunde 5 Minuten zu nehmen, dich zurückzunehmen und die Lektion zu üben. Aber Disziplin ist erforderlich, um diesen Kurs zu lernen. Viele Kursschüler stricken hier die Flügel. Viele denken, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin zu vergesslich, ich habe zu viel zu tun, ich bin zu sehr abgelenkt. Aber wer ist denn das, der all dies sagt? Es gibt entweder die Stimme des Egos oder die Stimme deines tiefen Selbstes. Wenn wir auf die Stimme des Egos hören, werden wir natürlich erfahren müssen, dass wir das nicht schaffen, dass wir keine Zeit haben oder dass wir diese Wiederholungen gar nicht brauchen, weil wir es auf einer bestimmten Ebene schon verstanden haben und so weiter. Und wir sind wirklich angehalten, uns jede Stunde, jede angefangene Stunde 5 Minuten zurückzunehmen von der Welt und uns etwas an etwas anderes zu erinnern, was wir wahrhaftig sind. Wenn du es verpasst, wenn du zu fahrlässig bist, wenn du es nicht tun kannst, dann ist das einfach nur ein Fehler, der berichtigt werden kann. Die meisten bemerken es irgendwann, vielleicht nach 2 Stunden oder 3, hups, ich habe ja gar nicht die Zeit gehabt, mich dieser Lektion hinzugeben. Und die Einladung ist dann direkt, wenn du es bemerkst, direkt dir die Zeit zu nehmen und dich in dieser Lektion zu erfahren, dir selbst zu vergeben, dass du es verpasst hast und dir die Zeit zu nehmen, die Lektion zu erfüllen. Das ist gerade für am Anfang scheint das sehr schwierig zu sein, und wir glauben, dass wir hierfür einfach nicht die Kapazität haben oder die Zeit haben. Das Ego möchte nicht, dass du dich als ein Selbst erfährst, eins in Gott. Und es tut alles, damit du nicht in diese Erfahrung kommst, denn wenn du das tust, hat das Ego für dich keinen Sinn und Zweck mehr. Vielleicht denkst du, oh, da müsste ich aufhören zu arbeiten, ich müsste aufhören, ich müsste meinen Job völlig an den Nagel hängen, ich bräuchte dann vielleicht einen Ashram, oder einen Rückzugsort, wo ich nur noch dieses tun kann. Der Kurs in Wundern ist so angelegt, dass du ihn auch in deinem Alltag erfüllen kannst. Denn falls du keine 5 Minuten Zeit hast, bist du eingeladen, die Lektion so oft zu wiederholen, wie du es nur kannst. Ich sage manchmal so lapidar, wiederhole es 1000 Mal am Tag. Schon alleine, wenn du es 60 bis 70 Mal oder 50 Mal tust, ist das ein enormer Fortschritt. Du schreitest wirklich voran in deinem Erinnern, dass du, wie die Lektion 95 sagt, ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer, dass du wirklich in diese Erfahrung gelangst.
Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Dies ist auch eine meiner Favoritenlektionen. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, weil es vielleicht dann auch zu deiner wird. Aber ich glaube, jeder Kursschüler findet während diesem Jahr für sich seine Favoriten, wo er sich immer wieder gerne daran erinnert, wo er vielleicht am meisten Frieden darin findet oder Ähnliches. Ja. Ich sage es dir einfach, damit auch du weißt, hey, okay, ich kann mir ein paar Favoritenlektionen herausziehen aus diesem Kurs und auch am Ende des Jahres immer wieder mich an diesen Favoriten erinnern, denn der ist es, der mir jetzt im Augenblick den Frieden gibt, den ich brauche. Ich bin ein Selbst, vereint mit Gott, mit meiner Schöpfung, mit der Quelle, mit Licht. Das dehnt mich aus. Ich spüre, wie sich meine Chakren öffnen. Ich spüre, wie ich in Frieden komme und wie ich die Welt loslasse. Ich lasse die Fesseln der Welt los. Ich lasse meine Ideen los, meine Urteile, meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze über mich. Denn die Glaubenssätze über mich, die sind nicht so freundlich. Wenn du deine Glaubenssätze über dich überprüfst, dann wirst du feststellen, dass die von Angriff durchdrungen sind. Von Dunkelheit durchdrungen sind. Und je mehr wir in dieser Übung sind, in den Licht, ja, möchte ich sagen, Lichtübungen, desto mehr wird die Dunkelheit verschwinden. Die Dunkelheit hat keine Chance, gegen diese Worte der Kraft standzuhalten. Du bist ein Selbst, vereint mit dem Licht. Daran gibt es keinen Zweifel. Und deshalb zweifle du nicht mehr. Tu dein Möglichstes, um heute zu üben. Es ist so immens wichtig und du wirst eine enorme Zeit einsparen, dich in dieser Lektion auszudehnen. Du bist ein Selbst, vereint mit deiner Schöpfung. Dein niederes Bild, das du von dir selbst hast, muss darin verschwinden. Der Traum wird enden und die Illusion der Schwäche wird geleugnet. Es ist das erhabene, majestätische Selbst, das sich hierin aufrichtet und sich in seiner Gänze zeigen kann. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du sagst, ich bin ein Selbst, vereint mit der Schöpfung? Ich bin überzeugt davon, dass du jetzt, wenn du diese Worte gesprochen hast, mehr Frieden erfährst. Woher kommt dieser Frieden? Von deinem einen Selbst, das eins ist mit der Schöpfung. Du bist dann in Kommunion mit Gott, in der heiligen Kommunion mit dem Licht. In der Freude Gottes, im Glück Gottes. Und ich wiederhole es erneut, und deine gemachte Welt wird verschwinden. Du wirst dich nicht mehr länger an sie binden, weil sie keinen Wert mehr hat.
Alle Fragen, die du dir bisher gestellt hast und die dich doch immer wieder in deinem Kreislauf der Angst hielten, lösen sich hierin auf. Wie wertvoll ist es doch, sich hieran zu erinnern. Jede Stunde, immer wieder und erneut immer wieder. Licht ist das, was dich heilt. Licht ist das, was dir den Frieden gibt, nach dem du suchst. Dies ist eine Vergebungslektion, die dich sofort mit diesem Licht verbindet, das du bist. Du bist es schon. Eine Eiche wird sich niemals fragen, ob sie eine Birke sein kann. Eine Eiche ist eine Eiche. Sie hat nicht die Wahl, etwas anderes sein zu wollen oder zu können. Eine Eiche ist eine Eiche. Du bist ein Selbst, eins mit der Schöpfung. Eine Eiche ist eins mit der Erde. Die Wurzeln dehnen sich darin aus. Es nährt sich von der Erde. Du bist ein Selbst vereint mit der Schöpfung. Deine Wurzeln, deine Lichtstrahlen sind eins mit Gott. Der Sonnenstrahl würde niemals behaupten, dass er getrennt ist von der Sonne. Warum möchtest du denn so sehr dich getrennt erfahren von Gott? Vielleicht sagst du jetzt, ja, das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte mich doch einzigen Gott erfahren und dennoch tust du es nicht. Und deshalb ist die Frage berechtigt. Warum möchtest du dich denn noch getrennt erfahren von der Schöpfung? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Anstatt zu jammern, dass Gott dich nicht hört? Warum möchtest du dich noch getrennt vom Licht Gottes erfahren? Vielleicht, das kommt mir als Antwort, weil ich noch Recht haben will mit meiner Idee als Körper. Vielleicht möchte ich ja noch Recht haben mit meinen Bildern und Überzeugungen und Urteilen, die ich gemacht habe. Und wenn ich natürlich noch Recht haben will, anstatt glücklich zu sein, dann muss der Heilige Geist warten, bis er uns unsere Heiligkeit offenbaren kann. Die Offenbarung Gottes wartet auf dich, aber sie kann nicht geschehen, solange deine Urteile noch im Vordergrund stehen. Gib alles auf, was du denkst. Gib alles auf, was du über mich denkst, über die Welt denkst und über dich selbst. Das alles hat keine Bedeutung. Die Erfahrung der Strahlen Gottes, das Einssein mit der Quelle, das ist alles, was Bedeutung hat. Und du bist hierher gekommen, ich wiederhole es immer wieder, um dieses in dir, in deinem Geist wahrzumachen, zu verwirklichen, dich als Eiche zu erfahren, eins mit der Schöpfung. Versuche nicht mehr etwas anderes zu sein. Der Versuch, ein Ego zu sein, das heißt, ein Körper zu sein, muss dich schwächen,
muss dich verwirren, muss dich krank machen. Und natürlich, wie vorgesehen, musst du als Mensch sterben. Wir müssen ja nicht auf dem Trauermarsch zu unserem Grab das Leben verbringen und Angst vor dem Tod haben und unsere Güter sichern oder ähnliches mehr. Wir können ja all das jetzt schon beenden und den Aufstieg in den Himmel wagen. Vertikal ausgerichtet zu sein in der ewigen Gegenwart, in dem ewigen Jetzt, im ewigen Sein und Selbst. Wir geben das Horizontale auf, verlassen somit die Angst und unsere Sorgen und unsere Pläne und gehen in die Vertikale und werden gespeist vom Lichte Gottes. Wer sich Sorgen macht und wer noch planen muss, ist weit entfernt von der Anwesenheit Gottes. Denn er glaubt ja noch, dass der Körper Sicherheit braucht. Braucht das Ego Sicherheit? Existiert das Ego? Existierst du, Name? Existierst du, Name? Wenn du kein Körper bist, was bist du dann? Und vielleicht hast du jetzt die Antwort bekommen. Du bist ein Selbst. Vereint mit der Schöpfung. Daran gibt es keinen Zweifel. Deshalb zweifle all das an, was du gemacht hast. Denn nichts, was du in diesem Raum und in dieser Welt siehst, hat irgendeine Bedeutung. Gar nicht. Deine Kinder nicht, deine Hunde nicht, deine Katzen nicht, deine Bäume nicht, deine Politik nicht, deine Kriege nicht, deine Krankheit nicht. Nichts hat irgendeine Bedeutung. Und für den einen oder anderen mögen diese Worte erschreckend sein. Und dennoch bringen sie dich zu Umkehr. Sie bringen dich dorthin, wo du wirklich willst. Denn wer dem Bedeutungslosen noch weitere Bedeutung beimisst, sagt Ja zu seiner eigenen Dunkelheit. Sagt ja, ich bin ein Körper und ich muss sterben. Diametral entgegengesetzt zu deinem inneren Lehrer, der dir sagt, du bist frei, denn du bist kein Körper. Wessen Stimme willst du folgen? Wessen Stimme soll für dich wahr werden? Wer ist dein Lehrer? Wer ist dein Lehrer? Entscheide dich heute erneut. Und du bekräftigst, dass dein
dass der Heilige Geist dein Lehrer ist, wenn du die Lektion heute übst. Du bist dein Selbst vereint und sicher im Licht und in der Freude und im Frieden. Du bist Gottes Sohn, ein Selbst mit einem Schöpfer und mit einem Ziel, das Gewahrsein, dieses Einssein in jedem Geist zu tragen, damit die wahre Schöpfung die Allheit und die Einheit Gottes ausdehnen möge. Du bist ein Selbst, vollständig und geheilt und ganz und hast die Macht, den Schleier der Dunkelheit von der Welt zu nehmen und das Licht in dir hervorzubringen, zu lassen, um die Welt, die Wahrheit über dich zu lehren. Du bist ein Selbst in vollkommener Harmonie mit allem, was es gibt und allem, was es geben wird. Du bist ein Selbst, der heilige Sohn Gottes, vereint mit deinen Brüdern in diesem Selbst, vereint mit deinem Vater in seinem Willen. Fühle dieses eine Selbst in dir und lass es deine Illusionen und deine Zweifel hinwegleuchten. Dies ist dein Selbst, der Sohn von Gott selbst, ohne Sünde, wie sein Schöpfer mit seiner Stärke in dir und mit seiner Liebe, die für ewig dein ist. Du bist ein Selbst, und dir ist es gegeben, dieses Selbst in dir zu spüren und jede deiner Illusionen aus diesem einen Geist zu vertreiben, der dieses Selbst ist, die heilige Wahrheit in dir. Vergiss das heute nicht. Wir brauchen deine Hilfe, deinen kleinen Teil, um Glück in die Welt zu bringen. Und der Himmel zählt auf dich voll auf Zuversicht, dass du es heute versuchen wirst. So teile denn seine Gewissheit mit ihm, denn sie ist die deine. Sei wachsam. Vergiss das heute nicht. Vergiss tagsüber nicht dein Ziel. Wiederhole den heutigen Leitgedanken so häufig wie möglich und verstehe, dass jedes Mal, wenn du dies tust, jemand der Hoffnungsstimme hört, die Wahrheit, die sich regt in seinem Geist und des Friedens sanftes Flügel schlagen. Jedes Mal, wenn du heute übst, spendest du Trost an jemanden, der nach Trost sucht. Gibst du Licht für jemanden, der in der Dunkelheit sich wähnt. Heilst du Schmerz, heilst du Sorgen, heilst du jegliche Krankheit. Jedes Mal, wenn du übst, gibst du das Licht der Schöpfung weiter und erinnerst dich dadurch, dass du dieses Licht bist. Deine eigene Anerkennung, dass du ein Selbst bist, vereint mit deinem Vater, ist ein Aufruf an die ganze Welt, mit dir eins zu sein. Achte darauf, dass du jedem, dem du heute begegnest, das Versprechen des heutigen Gedankens gibst und ihm sagst, du bist ein Selbst, mit mir, vereint mit diesem Selbst, mit unserem Schöpfer. Ich ehre dich um dessen Willen, was ich bin und was er ist, der uns beide als eins liebt.
sei Licht, sei Frieden. Gib heute von dem, was du erfahren willst, du Heiler dieser Welt. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.